Es gibt jetzt Reaktionen bei WhatsApp und Apple stellt den iPod ein. Und hier ist alles, was du jetzt wissen solltest. Der Apple iPod ist jetzt endgültig Geschichte. Die erste Generation gab es vor 21 Jahren, eigentlich nur um Musik zu hören. Mit dem iPod Touch konnte man dann aber auch zocken oder ins Internet gehen. Weil der modernste iPod aber eigentlich nur noch ein iPhone ohne Telefonfunktion ist, hat Apple jetzt gesagt, okay, stellen wir ein. Ein iPhone ist einfach sinnvoller. Bei Instagram könnt ihr mit einem Doppelklick auf eine Nachricht reagieren. Bei Discord geht das sowieso schon seit Ewigkeiten und jetzt endlich auch auf WhatsApp. Wenn ihr das neueste Update habt, dann einfach eine Nachricht gedrückt halten und ihr könnt auf sie reagieren, ohne drauf zu antworten. Erst vor kurzem ist es offiziell geworden. Der Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter. Und jetzt hat er angekündigt, er macht es doch nicht. Er weiß doch auch nicht, was er will, oder? Solange Twitter ihm nicht beweisen kann, dass weniger als 5% aller Accounts Spam-Accounts sind, möchte er Twitter nicht kaufen. Wenn der Kauf dann aber irgendwann mal abgeschlossen ist, lässt er Donald Trump wieder auf die Plattform. Stand jetzt will er aber gar nicht mehr zurück.